herzlich willkommen zur 63. Folge Industrial Revolution. Hoppala, mit dem Maximilian. Moin, moin. So, gucke mal, das lila Flaschenband hat sich mal bis hier gestaut. Ja. Das wird sich höchstwahrscheinlich gleich ändern. Ja, ja, der Weg ist noch bis hier. Ja, ich bin noch mit der Kamera drauf. Ja. Aber dafür kriegen wir oben erstmal eine relativ... Und da ist er noch da. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich jetzt noch 5 Minuten laufen, bis dann die Dings leer sind und dann... Und jetzt ist er da. Ja, ich sehe es. Er ist Band schon da. Die hören fast gar nicht auf, sich zu bewegen. So, gib mir mal 2 Goldkabel. Aber weißt du, was gerade ein anderes Problem ist? Ich weiß. Was gerade mal so auffällt. Der blaue Greifarm, der die blauen Flaschen rausnimmt für aus dem Puffer, ist eigentlich zu langsam. Ich weiß. Aber aktuell haben wir noch keine anderen Möglichkeiten. Wir haben auf allen Seiten Probleme. Wie sieht das überhaupt aus? Carbon Fibers. Das ist die Lasertechnik. Solarenergie 2. 300 Kilowatt, okay. Hier oben noch, ne? Nein, du reist nicht mehr. Okay, da müssen wir ausbauen. Ja, so sieht es ja momentan mit dem Strom schon mal ein bisschen besser aus wieder. Jetzt haben wir knapp ein Drittel, zwischen Drittel und ein Viertel Puffer. Jo. Noch. Ja, noch. Das wird sich relativ zügig dann wahrscheinlich gleich wieder einstellen. Wir haben jetzt 7 Dampfmaschinenblöcke am Laufen. Also 7 mal 20 heißt ja so. So, wie sieht der Strom aus? Ja, komischerweise, wir verbrauchen jetzt auch nur noch 166 Megawatt. Ja, irgendwie immer. Wenn Strom mangel ist, verbrauchen wir maximalen Verbrauch so gefühlt. Da baue ich aus und dann geht da auf einmal der Verbrauch nach unten. Ja, weil wir jetzt halt absolut gar keine Rohstoffe mehr haben. Wir haben keinen Sand mehr. Wir haben kein Glas mehr, wir haben kein Beton mehr, wir haben nicht mehr genug Eisenerz. Bei Eisenerz ist es nicht das Problem, dass wir zu wenig fördern, sondern die Fließbandkapazität. Ja, die baue ich ja gerade auf Rot aus. Muss hier der Zwischen dann, der müsste auf Rot werden. Bin ich gerade dabei.
Eisenplatten. So, wo war ich stehen geblieben mit meinem Eisenerz? Hier. So, jetzt zieht er natürlich hinten mehr nach. Dementsprechend sollte jetzt hier oben auch wieder mehr ankommen. Dementsprechend sollten die ganzen Anlagen wieder anspringen. Wann kommt denn das Eisen jetzt hier oben an? Weiß ich nicht. Weil das reicht immer noch nicht. Gut, das heißt, da muss noch ein Band rüber. Zweites Band rüber. Du bevorzugter Ausgang. Links bitte. Ich will jetzt hier oben volles rotes Band haben. Sonst macht das hier keinen Sinn. So, da staut sich's und wenn das, wenn du ein volles rotes Band da oben kriegst, dann darfst du nach hier unten abgeben. Für was ist denn das hier unten? Ach, das ist das Band. Ist jetzt für die Forschung. Ach, das ist ja nicht so wichtig. Weil jetzt das nächste Problem ist, wir können Overcrushing schon wieder abbrechen und hinten wieder ansetzen. Ja.
Dann brauchen wir, ja, hier, das reicht nicht, das war klar. So, wo entscheidest du hier? Ja auch. Ach, da brauchst du das Zeug ja auch noch. Es kommt auf jeden Fall mehr. Könntest du bitte jetzt mal das Radar da oben setzen, damit man mal was sehen kann? Ja. Gibt es hiervon noch bessere Korscher? Ohrcrushing 3, da kommt dann ein Advanced Ohrcrusher. Der wäre natürlich geil. Den könnten wir gut gebrauchen. Aber dafür brauchen wir erstmal Ohrcrushing auf 3. Glas. Wir brauchen da oben mehr Glas. Gut, darum können wir uns eventuell noch kümmern. Unser Kohleverbrauch in der Basis wird jetzt weniger, weil ich werde jetzt runterkommen, die letzten beiden Anlagen abreißen und hier oben aufbauen. Dann haben wir die Kohle unten wirklich nur noch für Kunststoff und Stahl. Okay. Es könnte zwar während dieser Laufphase eventuell zu einem kleinen Strommangel kommen, aber nur für die Laufphase, weil es müssen nur Heizkessel und Dampfmaschinen oben aufgebaut werden. Alles andere steht oben schon soweit. Ah ne, und die Wasserpumpe muss ich oben noch setzen.
Ich muss dich mal dein Deutband da oben, kleines Stückchen umblähen, dass wir mal Deut aus dem Inventar loswerden. Hast du die jetzt wieder angeschlossen? Was? Kohle? Ja. Na, da wollte ich ja laufen lassen. Warum? Ja, weil ich die Anlage jetzt da oben verschiebe, weil ich da praktisch ab. Achso, ja, dann mussten wir unten mal die ganze Binde alles wegnehmen. Alles da unten. Ja. Mal schauen, wie wir das hier fabriziert haben. Nicht wir, du. Ja, oder. Nee, du auch. Du hast auch Fließbänder da drin gesetzt. So, oder. Oh, voll. Sehr schön. Das heißt, da muss wieder Kohle dran. Wo ist der Abgang der? Wenn da nur da muss Kohle dran. Okay. Okay, der nächste Punkt, den wir machen müssen, ist diese Anlage hier umbauen. Welche? Diese Anlage hier. Wir kriegen zu wenig Beton ran, das heißt, wir brauchen halt deutlich mehr Sand. Ja. Und da kann man nichts mehr ausbauen, die kann man ja nach links verschieben. Nein. Also, das heißt, Quascher. Das sind alles nur Quascher. Du brauchst nur Quascher, um die Anlage auszubauen, Opa. Abgesehen, du willst, und vielleicht dann noch Montagemaschine für Beton, weil das ist ja nur eine. Aber hauptsächlich brauchst du Quascher. Quascher, Montagemaschine. Montagemaschine, davon vielleicht noch ein paar. So, und diese da. Ist auch wieder so weit. Ja, ich lege jetzt das Band hier nochmal so weit es geht auf Rot. Ja, und dann geht es in der nächsten Folge darum,
hier unten auszubauen. Ja, und Kohlepulver oder Carbon müssen wir auch ausbauen. Das reicht bei weitem nicht. Wir müssen Kupfer ausbauen. Nicht Kupfer, Bronze. Ja, Sand ganz dringend. Und so weiter und so fort. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ciao.